habe einen Vermessungspunkt gesehen. So, jetzt fahren wir noch ein Stück weiter. Am anderen Ende von Bronco, beziehungsweise in der Mitte von Bronco gibt es noch einen. Am anderen Ende auch. Und dann fahren wir in das Museum. War ein schneller Fund. Wobei mir das auch Julia auf dem Präsentierteller ist hier. Kommt ständig Autos vorbei, dann steht hier das Tor auf, da drin tat eh noch arbeiten. Mit der Kamera renne ich jetzt nie weiter rum hier. Ich zeige euch mal kurz ein Bild aus dem Auto raus. Beziehungsweise ich nehme die kleine Kamera ohne Gimbal mit. Da kann ich die schön aus dem Handgelenk raus knipsen. Das riecht von einem Tag voll Sonnenschein. Niemand hat die Absicht, seine Mauern zu errichten.
Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer. Ich habe gerade noch einen Kasten Bier holen müssen, weil wir morgen beim Kumpel ein kleines Osterfeuer machen wollen. Und da gab es lecker Hähnchenbeine. Da gibt es jetzt erstmal schön was zu essen. Dann gehen wir hier um den Städtl zur See noch mal gucken, ob hier irgendwo eine Dose versteckt ist. Ja, hier in der Nähe gibt es eine Büchertauschbox, die gleichzeitig ein Geocache ist. Und die gucken wir uns jetzt mal an. So, ich stehe hier am Sedlitzer See. Das ist so ein ehemaliger Tagebau. Auf der Seite ist das Ufer noch betreten verboten. Und hier haben sie einen ganz neuen Fahrradweg gemacht. Hier von der Bundesstraße kommt man direkt hier auf den Platz. Jetzt laufen wir eine kleine Runde um den See. Da ist Monis Büchertauschzelle. Da ist eine alte Telefonzelle, die haben sie sich organisiert. Und als Büchertauschbox und Geocache angelegt. Wenn sich in einigen Jahren der Tagebau ein bisschen gesetzt hat, hat man hier schönen Strand. Momentan ist hier eben noch alles gesperrt. Eine Durchfahrt zu den anderen Seen. Da habe ich mir den Cache vor einiger Zeit schon geholt. Könnte man noch mal vorbeifahren und gucken, ob das Wasser seit damals gestiegen ist. Ich verlinke mal das Video.
die Erbjagd mittlerweile einsetzen, der Regen in 27 Minuten. Und hier bin ich schon an der B156, ist das glaube ich. Und 200 daneben, 200 Meter dahinter, geht der Radweg am See vorbei. Und da habe ich dann auch nicht mehr allzu. So, da wären wir. Sieht doch gut aus. Einsetzender Regen in 7 Minuten, sagt er. So, warm gegessen habe ich ja vorhin schon. Da gibt es jetzt zum Abendbrot solche Bämmchen. Ja, jetzt gibt es erstmal schön was zu essen. Moin Leute, da wieder spitzenmäßig geschlafen hier, direkt am See, aber das habe ich gestern schon gezeigt, wo ich stehe. Übrigens gab es gestern noch ein Osterei. Ich war doch hier Kasten Bier holen, wenn ich nicht. Und ja, ich war jetzt auf dem Rückweg, mach mal vorbeifahren da hinten, 15 Kilometer weg, da habe ich vor 2 Jahren schon mal einen Cache besucht. Nannte sich, oder nannte sich Leerkörpers Tausender am Ilse-Kanal. Das ist die Verbindung zwischen dem Spremberger See und, die Verbindung zwischen den Seen hier. Ich stehe hier am Sittelser See. Und da habe ich auch vor 2 Jahren den Cache schon mal gesucht und gefunden. Und jetzt will ich mal gucken, inwieweit sich der Wasserstand verändert hat. Ich glaube, dort war auch eine Anzeige hier, wie hoch das Wasser steht. Damals ging das noch nie durch den Kanal durch. Mal sehen, ob das jetzt durch den Kanal schon, ob der Kanal schon offen ist oder so. Befahrbar wäre. Dann wird ja wohl noch abgesperrt sein, wenn die den See auch noch gesperrt haben hier am Strand überall. Ja, der Regen ist übrigens an mir vorbeigegangen. Hier kommen noch Kehtroppen. Zeigt mir aber an, das regnet noch 56 Minuten. Vor 2 Jahren hier war das noch komplett trocken hier drinnen.
der zweite, hier war ich mal so begeistert. Hier bin ich mal lang gefahren. Hier hat man ja links das große Chemiewerk. Mit den vielen Rohrleitungen und so. Und da drüber stand mal der Vollmond. Das sah so geil aus, der Mond und die ganzen Rohre da irgendwie. Hier muss man mit der Kamera vorbeifahren. Oder besser mit der Drohne. Weil mit der Kamera hier hast du nirgends den Standpunkt, wo dass du schön fotografieren kannst, wie von der Stelle auf der Autobahn, wo ich dann angefahren bin.